Und wieder zurück bei Two Point Hospital mit mir, dem Bumble. So, was braucht man als nächstes? Ich glaube, wir haben erstmal soweit alles da. Was ist das? Wer bist denn du? Ellie Muffin, okay. Du hast einen Termin bei der Station? Okay. So, folgende Geräte kann... Achso, wir können ja hier wieder was upgraden, ja? Pass auf, das machen wir, solange wir noch relativ wenig Patienten haben. Schon gewusst vom Reiter Finanzen kannst du die Preise unseres Krankenhauses anpassen. Okay. Finanzen. Übersicht. Ja, okay, wir haben jetzt extrem viel ausgegeben. Ja, wir haben jetzt extrem viel ausgegeben, das ist, glaube ich, klar. Ich glaube, da brauchen wir jetzt noch nicht direkt drauf gucken. So, warte mal, der Wartebereich, der gefällt mir an sich ganz gut schon. Kann man hier eigentlich auch eine Kaffeemaschine hinpacken? Nein, aber eine Klimaanlage wäre theoretisch machbar. Na gut. Wir können ja bearbeiten. Das Krankenhaus kann ja an sich weiterlaufen. Wir können aber den Raum hier noch ein bisschen weitermachen. So. Wie habe ich es denn, hier hatte ich, glaube, drei Schränke nebeneinander platziert. Dann nehmen wir eine Blume, das passt. Genau. Und dann hatte ich hier auch nochmal jeweils zwei Schränke daneben. Zack. Was hat man noch? Da war noch ein Poster, da war noch ein Poster. Poster, 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 Poster. Zack. Oh, was fehlt hier, glaube ich, noch? Ach, hier in der Ecke fehlt noch eine Pflanze. So. Hatte ich hier noch irgendwas vergessen? Bei Prestigestufe 4 fehlt immer noch. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Holistics is apparently going to open another of its nature communes for sick people with more sense than money. Hab doch eigentlich alles gleich gebaut. Warum kriege ich denn hier keine Prestigestufe rein? Okay, das ist merkwürdig. Aber jetzt könnte ich eventuell eine Klimaanlage noch einbauen. Kann ich das hier eventuell auch noch machen? Oh ja, passt. Okay, das ist gerade... Ah, das sind die ganzen Poster, die ich dahinter versteckt hatte, ja. Hier ist das entscheidende Ausmachen. Dann machen wir das, bis wir Prestigestufe 4 erreicht haben. So wie jetzt. Okay, alles klar. So, aber da warte ich jetzt noch, bis ich da einen Arzt einstelle. Weil zur Zeit läuft es ja sehr, sehr gut. So, Profit, Verlust. Okay, wir nehmen aber schon wieder mehr ein, als wir ausgeben. Sehr gut. So, dann können wir uns mal ein bisschen auf die Patienten konzentrieren. Okay, wer kommt denn da? Der Brian Topf. Oh, Topf. Ist ja nicht Topf, sondern Topf. So. Hier können wir später noch einen 3x3-Raum machen. Was Kleines. Und hier haben wir auch nochmal Luft. Und dann müssen wir wahrscheinlich eh Grundstücke dazu kaufen. Guck mal, hier haben wir mehrere Grundstücke sogar. 1, 2, 3, 4 Grundstücke. Eventuell hier hinten nochmal? Nee. Hier, okay, hier hinten geht's nicht. Na gut, okay, okay, okay. Wir brauchen eine Psychiatrie brauchen wir. Okay. Ist das der Brian? Nee. Alf da de la Grotte. Okay, eine Psychiatrie. Die Psychiatrie muss nur 3x3 sein. Wir könnten die hier reinzaubern. Ja, können wir machen, oder? Können wir machen. Warte mal, wollen wir den Gang nachher, den Ganges so nachher so groß lassen? Ja, oder? Ja, wir müssen nicht immer alles so extrem zubauen. Glaube ich, hoffe ich. So, der Sessel. Warte mal, ich will erst die Couch haben. Couch? Jetzt der Sessel. Wir könnten eine Kaffeemaschine machen. Zack. Oh, warte mal, die können wir direkt neben den Sessel bauen. So. Am Eingang gibt es wieder einen Spender. So, eine schicke Pflanze, die hier leider nicht hinpasst. Schade, warte mal. Nee, okay, wird nicht dahin passen. Gut, dann machen wir hier eine Pflanze hin.
Ein Kamin. Können ja noch eine Klimaanlage, können wir meinetwegen auch noch reinzaubern. Ah, den Abfalleimer, den können wir da hin. Okay. So, Krimo, haben wir noch ein bisschen Platz für den Aktenschrank? Eventuell. Guck mal hier. Machen ja doch ein kleines bisschen aus, die Aktenschränke. So, und meinetwegen nochmal zwei hier hin. So, Prestige Stufe 3, das ist okay. So, dann machen wir wieder ein paar Poster hin. Und ruhig versteckt, so, hinterm Aktenschrank. Zack. Okay. Gut, und jetzt bräuchten wir... Warte mal, wir wollten ja eigentlich unseren Arzt, glaube ich. Ne, wir haben den nicht eingestellt, ne? Den Arzt. Den Psychiater. Das war grüner Daumen, schwache Blase, einer von vielen. Ja, okay. Einer von vielen, bitte da rein, danke. Und play. So, dann können wir nachher hier in den Gang auch noch einen wunderschönen Wartebereich machen. Wir haben jetzt hier vorne einen schönen Wartebereich, so für die Ärzte. Und dann kommt das hier später auch nochmal einer rein. So. So, sind sie eigentlich alle zufrieden? Wo musst denn du hin? Du musst in die Psychiatrie? Okay, da wartet jetzt schon einer. Du, da ist der Hausmeister. Wer bist du? Herbie Sirup? Sirup? Naomi Muck. Okay, auf dem Weg zur Aufnahme. Alles klar. So, wir haben hier noch eine Mitteilung. Neue Krankheit entdeckt. Ein schlechtes Bauchgefühl. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Schlechtes Bauchgefühl. Chronische Miesepetrigkeit aufgrund, was? Nihilistischen Grimdarms. Okay. Die Patienten brauchen eine Apotheke. Die haben wir ja. So, die wurde auch schon verbessert. Der Medikamentenmixer ist auch schon auf 2. Ich gönne mir mal ganz kurz einen Kaffee. Zack. Gut, gut. Wie viel Geld haben wir noch? Wir haben noch 105.000. Wir könnten... Wir bräuchten eigentlich noch ein Diagnostikzimmer, ja? Entleuchtungsklinik, Töpferei. Okay, alles klar. Wir können Pause machen. Da kommt nämlich der erste, und zwar Missy Mason. Und zwar, die hat die Töpfereikrankheit schon. Da müssen wir auch schon 4x4 machen. Okay, dann müssen wir eh einen breiter gehen. Warte mal, dann haben wir hier nur 2 Platz. Dann machen wir ganz kurz weg, ja. Okay, wir gucken mal auf kurz auf der anderen Seite, ob das da vielleicht besser hinpasst. Ja, da haben wir auf jeden Fall unsere 4. Und dann können wir hier nochmal sagen, komm, wir nehmen hier die beiden Ecken, nehmen wir ruhig noch mit. Das ist egal. Okay, das Fenster passt nicht mehr ganz, okay. Gut, sehe ich ein. Die Tür. So. Warte mal, wir waren noch bei der Umtöpferei. Die muss, glaube ich, so stehen, ja? So, denn auf jeden Fall wieder das. Auf jeden Fall wieder eine Klimaanlage. Warte mal, die können wir auch hier hinten, glaube ich, hinstellen. Zack. So, für den behandelnden Arzt. Eine Kaffeemaschine. So, eine schöne dekorative Pflanze. Zack. Hier hinten. Ah, hier hinten passt auch noch eine hin. Sehr schön. So, einen Mülleimer meinetwegen. Den können wir hier hinstellen. So, was braucht man noch Schönes? Feuerlöscher brauchen wir nicht. Gibt es hier keine Akten? Ah, nee, okay, hier gibt es keine Aktenschränke. Na gut, passt jetzt nicht ganz rein, aber wir machen noch ein paar Bilder. Zack. Hier können wir noch ein Bild dran klatschen. Da. Okay, Prestigestufe 4 möchte ich schon gerne noch haben. Wir können auch, da es ja ganz gut reinpasst in der Töpferei, hier sehr viele Pflanzen hinbauen. Und meinetwegen, auch wenn es hässlich aussieht, ganz viele Poster reinklatschen. So. Das können wir ja später eventuell nochmal ändern, wenn wir
irgendwas Schönes Neues freigeschaltet haben. Wie eventuell ein paar schöne Bilder, Zertifikate oder sowas, ja. Das können wir dann später nochmal abändern. So, Töpferei. Die Töpferei benötigt einen Arzt. Okay, Ärzte, da haben wir nur zwei zur Auswahl und der nächste kommt erst in 10 Tagen. Also auch, dann warte ich die 10 Tage nochmal einfach ab, ja, weil das geht ja relativ fix. Und der, die Missy Jason, Mason, muss sowieso erstmal zum Arzt. Die muss erstmal zum Arzt, ja, ist eher mal eine Warteschlange. So, wir können die Töpferei auch schon upgraden. Komm, pass auf, das machen wir sogar noch. Ja, und dann warten wir jetzt unsere 10 Tage noch ab. So, am 2. Mai haben wir angefangen. Mit Warten quasi. So, am 12. gucken wir mal wieder rein. Mal gucken, ob wir eventuell einen besseren Arzt hinkriegen. Und ich sehe gerade, wir könnten noch einen Hausmeister einstellen. Guck mal, wir haben auch, was ist das? Geisterjägerei ermöglicht den Hausmeister Geister aufzuspüren und einzufangen. Okay, der ist zwar nicht ganz so gut, aber wir hätten denn einen Geisterjäger. Und den stellen wir auch ein. So, Weiterbildung freigeschaltet. Weiterbildungslizenz. Okay, tolle Neuigkeiten. Das Gesundheitsministerium von Two Point hat uns gerade eine Weiterbildungslizenz erteilt. Dadurch können wir unser Personal in jeden unserer Krankenhäuser weiterbilden. Der Bau eines Weiterbildungszimmers ermöglicht es dir... Heute habe ich aber Wortraspel. Dein Personal zu schulen. Okay. Okay, das machen wir gleich. Vorsicht, Clowns. Fluttering hat in letzter Zeit ein gewisses Problem mit Clowns. Sie sind überall, anscheinend fliehen sie immer wieder aus dem Wanderzirkus. Okay, wir haben also quasi eine neue Krankheit gleich entdeckt und ich denke mal, da werden die jetzt kommen, oder? Nee. Okay, da noch nicht. Okay, unser Arzt macht Pause. Warte mal, wir machen kurz Pause. Einstellen. So, Ärzte. Okay, hier hätten wir einen. Motivation. Unhygienisch, streitet sich gern. Naja, okay. Pass auf, du arbeitest in der Töpferei. Und wir haben hier unmotiviert, charmant, inspirierend. Charmant, geboren, Mentorin, lustig. Betrügt bei Brettspielen. Okay, wir nehmen aber die Penny. Komm, wir sehen Penny und setzen sie hier rein. So, dann sind die Ärzte auch wieder belegt. Was hast du gerade für ein Zeichen gehabt? Ist zu kalt. Hausmeister, ihr müsst mal was tun. Oh nein. So. Oh nein, wir brauchen einen Clown. Gibt es da jetzt schon ein neues Zimmer? Nee, das haben wir noch nicht freigeschaltet, oder? Wir haben die Weiterbildung haben wir schon freigeschaltet. Die würde uns 7000 da kosten. Wir brauchen die. Die brauchen nur 3x3. Das heißt, das hier würde reichen und hier könnte man eventuell auch nochmal einen 3x3 Raum machen. Okay, wenn das so geht, dann ist das cool. So, warte mal, hier kommt das... Der Lehrerpult? Der kommt hier hin? Oh, Rednerpult, genau. So, jetzt Lehrlingstisch. Okay, für die Streber ganz vorne. So, ich glaube, mehr wie 3 werden wir sowieso nicht gleichzeitig weiterbilden, oder? Das ist nicht erreichbar? Okay, jetzt geht's. Gut, Prestigestufe 3 ist unser Ziel. So. Ist ja hier ein sehr hygienisches Krankenhaus. So, eine Kaffeemaschine gerne noch. Eine Pflanze. Oh, wir haben schon 3. Okay, ich würde sagen, das ist okay, oder? Komm, wir machen noch ein Poster, damit es schick aussieht, so. Okay, Weiterbildung haben wir abgeschlossen. Also jedenfalls den Raum haben wir gebaut. Dann können wir mal auf Play drücken. So, Weiterbildung. Um eine Weiterbildung zu starten, klicke auf das Rednerpult oder setze einen eigenen Mitarbeiter ins Zimmer ab. Mitarbeiter werden um Weiterbildung bitten, wenn sie bereit sind. Okay, aufs Rednerpult klicken soll ich. So. Okay, hier ist gerade alles pausiert, dann kann ich mir das Ganze in Ruhe angucken. So, verfügbare Kurse 14. Mhm. So, Weiterbildungszimmer, verfügbare Ausbilder 7. Okay, die muss ich mir quasi ranholen.
Teilnehmer 4. Also, aber 3 Plätze haben wir nur. Okay, das sind alles unsere... Die könnte man theoretisch. Und die hätte auch bereit für Weiterbildung. Die hat aber noch einen Lernslot frei. Das ist gut. So, du kommst rein. Verfügbare Kurse. Ich glaube, Diagnostik. Erhöht die Zufriedenheit, Behandlung. Nee, ich glaube, Diagnostik wäre ganz gut, oder? So. Und ein Ausbilder. Ach, das sind ja unsere eigenen Ausbilder. Wir könnten jetzt unseren Krankenpfleger nehmen, der das kann. Wir könnten unseren anderen Arzt nehmen. Das ist aber schlecht, weil den hätten wir keinen mehr. Oder wir holen uns... Kosten 10.000 plus 5.000, also 15.000 würde das kosten. Lehrtempo 120, 120, 120. Pass auf, wir machen das so. So, und den Kurs starten. Gut. Wir hätten jetzt noch mehr nehmen können, aber wir haben sowieso schon nicht so viel Personal. Okay, wo ist denn unser Chefassistentin? Ja, macht gerade Pause, noch 2 Tage lang. Okay, damit müssen wir leben. Was, wer bist du? Achso, du bist ja Ausbilder. Ausbilder Schmidt. Kann ich den Namen hier nicht sehen? Nee. Doch, warte, warte, warte. Dr. Giorgio Maus. Okay, alles klar. Okay, so langsam könnten wir aber hier den Pausenraum. Ah, ich warte noch mit dem Clown. Denk mal, da werden wir jetzt sowieso gleich ein neues Zimmer brauchen. Wie siehst du denn aus? Roy Stussler. Was? Die Kokolores? Alles klar. Okay, warte mal. Neue Krankheit, Topfschmerzen. Das kennen wir doch schon. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Topfschmerzen. Die kennen wir doch schon. Die kennen wir doch schon. Und dafür haben wir doch sogar schon ein Zimmer. Okay, der ist gerade auf dem Weg. Welcher ist denn hier jetzt? Hä? Warte mal, hä? Das verstehe ich gerade nicht. Ach, unser Psychiater ist... Wo ist denn jetzt unser Psychiater hin? Okay, hier ist die Station gerade nicht besetzt. Wer bist denn du? Dass sie hier alle machen, was sie wollen? Das ist aber auch komisch. Mal ganz kurz Pause. Du bist ja nicht unser Psychiater, nein. Du lernst gerade Diagnostik, genau. Du bist unser Hausmeister? Ja, 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 ja. Apotheke fehlt jetzt auch gerade Personal. Sieht man irgendwo, wo du arbeitest? Zurück an die Arbeit, Gehaltprüfen, Jobs. Ach, was ist das hier? Aufgaben zuweisen für das Personal. Ah. Okay. Station, Kardiologie, allgemeine Diagnostik und Apotheke. Okay. Du warst ja eigentlich... Warte mal, du bist für die Station eingeteilt. Zack. Nee, warte mal, muss ich so machen, ja? So. Und du warst für die Apotheke, wenn ich mich jetzt nicht ganz... Weil das haben wir noch nicht, das haben wir noch nicht, das haben wir noch nicht. Ja, die beiden Räume haben wir eh noch nicht. Also von daher, da müssen wir eh noch einen Arzt einstellen. Ah. Okay. So, der Psychiater, der bleibt auch genau da, wo er sein soll jetzt.
So, hier mal eine Ausbildung. Du bleibst Arztpraxis. Entleuchtung, Töpferei, das können wir bei dir ausmachen. So, und du arbeitest in einer Töpferei. Und du bist auch in der Arztpraxis, genau. So, Entleuchtungsklinik haben wir eh noch nicht. Gut, dann bist du zugewiesen, du bist zugewiesen. Assistenten? Ja, haben eh nur das eine. Hausmeister haben alles. Okay. So, weiter. Nee, warte, jetzt gucken wir hier noch. Notfallstation. Nachdem Two Point Squabble einen Bericht über Schlafpositionen für Fortgeschrittene mit fehlerhaften Diagrammen veröffentlichte, ja natürlich, kämpfen nun viele Menschen mit einer Reihe interner und externer Beschwerden. Ja. Was? Monobraue? Heile 8 Patienten mit Monobraue. Okay. Wir brauchen dafür eine Station. Die haben wir. Und was ist das hier? Leitner Hausmeister. So, was? Ich wollte schon immer mal eine Menge Geld vor mir haben. Okay, wir müssen wieder Geld verdienen, so wie ich das sehe. Ja, machen wir. So, verdiene 100.000 und diese Schlafpatienten, genau. Okay, eigentlich sollten jetzt alle eingeteilt sein. Warum kotzt du? Verbaler Durchfall, alles klar. So, wie lange bist du jetzt noch weg? Macht Pause. Krankenpfleger, noch 9 Tage. Sag mal, ist die Klimaanlage irgendwie, was war das? Was war das hier gerade für ein Aufleuchten? Neue Krankheit entdeckt. Die Monobraue. Extremer Haarwuchs. Extremer Haarwuchs, der sich meist durch einen aufbrausenden Lebensstil anbraut. Die Monobraue muss mit vielen, muss aller Vorsicht entfernt werden. Anschließend mit sicherem Behältnis bewahrt werden. Okay. Wo müssen wir da hin? In der Station. Alles klar. So, du bist auch gleich wieder da. Da passt. Dann ist hier wieder was besetzt. So. Besuch vom Gesundheitsminister. Okay, alles klar. Der kommt. Hier ist gerade nicht besetzt. Kann das sein? Doch, hier ist besetzt. Okay, wo gehörst du denn hin? Bist du Apotheke? Ah ja, du bist der Apotheker. So, Zirkustherapie freigeschaltet. Okay, wo komm, pass auf, das gucken wir uns noch an, das Zimmer. Wie groß das sein muss. Das muss 4x4 sein. Würde hier also theoretisch schon nicht mehr hinpassen. Okay, abbrechen. Wir müssen jetzt so theoretisch ein Grundstück kaufen. Pass auf, das starten wir. Ja. Und dann machen wir die Zirkustherapie. Und hier, was kann man hier noch reinsetzen? Hier bräuchte man noch irgendein kleines Zimmer. Entleuchtungsklinik muss 3x3 sein. Das würde zum Beispiel reichen. Was fehlt uns noch? Allgemeine Diagnostik, ja. Das würde zum Beispiel auch noch hier reinpassen. Okay, alles klar. Aber ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge dann weiter. Und dann gucken wir mal an, ob wir langsam wieder Herr der ganzen Lage hier werden. Ich glaube, wir könnten ruhig ein bisschen mehr Personal gebrauchen. Gerade wenn man hier wer Pause macht, ne? Gut, darum kümmern wir uns aber in der nächsten Folge. Und bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüss!